Bayerns neues Schmuckstück, eine Traumfabrik rund um Picobello. Mit dem Campus soll alles besser werden. Nichts weniger erwartet Uli Hoeneß, der Präsident. Messen lassen an dem Erfolg des Campus muss sich insbesondere auch Hasan Salihamidzic. Er ist hauptverantwortlich auch über die Geschäftsführung hier und die werden mit ihm zusammenarbeiten. Und er wird dann den Kopf dafür hinhalten, dass es hier alles klappt. Hoeneß setzt seinen neuen Sportdirektor damit gewaltig unter Druck. Salihamidzic, also nicht nur der Mann, der für ein gutes Klima und hinreichend Motivation bei den Profis sorgen soll, sondern er ist ganz eng von Ertrag und Bilanz des neuen Vorzeigeobjekts abhängig. Er ist mitverantwortlich für diesen ganzen Bereich. Das ist ja Aufgabe des Sportdirektors, dass er diese Dinge mit überwacht. Der neue Campus, ein riesiges Aufgabengebiet für Salihamidzic, der in diesem Bereich bisher noch ohne Erfahrung ist. Segen und Fluch zugleich für den Neuling an der Selbener Straße.